Hallo Leute und herzlich willkommen zurück hier bei The Long Dark. Wie ihr seht, ist plötzlich mein ganzes Inventar wieder hier überall verteilt. Ich habe keine Ahnung warum, aber wir wollen jetzt mal den Safe knacken. Ich habe schon angefangen, wie ihr seht. Ne? Ich habe mir auch schon jetzt die ersten zwei Nummern gemerkt. Ja gut, nützt ja nichts. Die erste Zahl ist auf jeden Fall bei 55. Dank meinem lieben Zuschauern habe ich ja herausgefunden, wie das jetzt geht. Man muss echt vorsichtig sein. Öffnen. Naja, okay, es ist immerhin ein Anfang. So, jetzt müssen wir uns natürlich alles aufnehmen, was wir hier so haben. Denn wir wollten ja umziehen. Nein, das wollte ich nicht. Wir fangen von hier hinten aus an. Alles. 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 Nein, abbrechen. Und den nächsten Spind. Achso, da hatten wir ja nichts großartig drin. Gut. Bartflechten. Nein, zurück. Denn wir hatten ja ein schöneres Gebäude gefunden als dieses hier. Und da habe ich ja gesagt, da gehen wir hin. Weil da sind viel, viel mehr Möglichkeiten, zumindest von der Lagerung her. Ne, muss man ja ganz ehrlich gestehen. So, zack, zack, zack. Zeitungspapier, Brandbeschleuniger, Fackeln. Wir nehmen das mit, wir nehmen das mit. Ich habe zwar keine Ahnung, wofür das alles gut ist, aber hey. Wir nehmen uns das ganze Wasser mit, weil wir es einfach können. So, wir nehmen uns die Lampe mit. Wir nehmen das mit. Wir nehmen das mit. So, Streichhölzer nehmen wir uns natürlich mit. Unser ganzes Zederholz. Drop something. Du musst überhaupt nichts droppen, du musst das alles schleppen. Das ist jetzt einfach so und fertig. So viel ist es auch nicht. So. Das müsste es schon gewesen sein. Oder haben wir hier in der Schublade? Hatten wir da noch was drin? Nee, hatten wir nicht. Hatten wir sonst noch irgendwo einen Behälter, wo wir was reingepackt hatten? Ich glaube nicht. Also, gehen wir raus. So, jetzt müssen wir noch mal kurz überlegen. Denn ich habe den Weg schon wieder vergessen. Ne, Moment, da hinten bei den Kanickeln, glaube ich, war das entlang. Oder da wollten wir noch gucken, ne? Wir wollten da, glaube ich, noch gucken bei den Kanickeln, weil da meine Falle, glaube ich, noch liegt. Oder haben wir die jetzt doch schon mit? Ne, haben wir mit. Okay, dann brauchen wir da nicht gucken. Dann können wir, glaube ich, instant hier so. Uscht. Natürlich haben wir jetzt ziemlich viel Zeug dabei. Ich muss mal eben kurz gucken, ob ich die Karte noch offen habe, aber ich glaube nicht. Ach komm, ist auch egal. Wir wissen ja ungefähr, wo es hinging. Kann man den hier eigentlich auch kaputt machen? Nee, ne? Nö. Auf jeden Fall haben wir da die Möglichkeit, Wasser zu finden und alles Mögliche. Also was heißt Wasser zu finden? Wasser können wir ja immer finden. Brauchen wir einfach nur Schnee schmelzen. Wir sind zwar ziemlich vollgepackt, aber hey, das ist uns doch egal. Aber wir
sind zwar müde, wir haben noch 10 Stunden Tageslicht. Appetit ist auch recht groß. Groß würde ich schon fast sagen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, es war irgendwo in diese Richtung. Wir haben leider keinen Kompass hier und ich zeige mit meinem Finger dahin, ne? Ist auch sehr gut hier in die Richtung, wo ich jetzt gucke, meinte ich, Leute. Sobald wir die Bahnschienen gefunden haben, ist alles gut. Ach ja, 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 Junge, du bist schon wieder müde. So wie immer. Ja, da ist auf jeden Fall diese Hütte, wo wir drinnen lang gelaufen sind. Falls ihr euch noch zurückerinnern könnt. Totes Holz. Na dann. Ne, aber die Hütte da, wo wir jetzt ja hingehen, die finde ich einfach ein bisschen schöner, muss ich sagen. So von der Raumaufteilung her, beziehungsweise eben auch so von dem großen Ganzen. Also ich weiß nicht, die Hütte, die gefällt mir einfach besser als diese kleine Jagdhütte da hinten. Die kleine Jagdhütte hat natürlich auch einen gewissen Vorteil, nämlich ganz, ganz einfach, sie ist halt zentral zum Jagen gelegt, aber da wir ja unheimlich gute Skills im Jagen haben, wie wir festgestellt haben, nämlich so gut wie gar keine, werden wir wohl da eher nicht so erfolgreich sein. Und beim Fischen, da braucht man sich einfach nur ein bisschen hinsetzen und warten. Ich glaube, hier kommen jetzt gleich die Bahnschienen. Sieht zumindest sehr danach aus. Ja. Gut, dann brauchen wir hier nur noch ein Stückchen runterlaufen. Und wie gesagt, wir können dann natürlich auch gerne mal die Karten ein bisschen hin und her switchen, ne? Also mal da hinten sozusagen hinter uns jetzt laufen. Da vor uns sind ja auch noch ein paar Container von der Bahn. Könnten wir auch mal durchgucken. Werden wir bestimmt auch machen. Ja, ich spüre meine Hände nicht. Ja, das ist nicht mein Problem. Muss ich schneller laufen, Junge. Ja, ich weiß, ich bin ein Arsch. Ja, hier wird es jetzt auf einmal bitterkalt. Ach, guck mal, da ist sogar die Hütte. Ich dachte jetzt, sie wäre noch einmal weiter gewesen, aber wir sind sogar schon da. Und für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben, das ist unser neues Zuhause. Die Hütte ist von der Größe her von außen genauso groß wie die anderen, aber von innen ist sie wesentlich größer. Was ich ein bisschen komisch finde, ist das normal? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Alle Häuser fast gleich groß sind. So. Und hier siehst du schon, alleine die erste Etage unten ist schon, ne? So. Das legen wir mal eben kurz hier hin. So. Jetzt müssen wir mal eben kurz gucken, überlegen kurz. Wir es jetzt am besten machen. Ich würde sagen, das Essen packen wir auf jeden Fall mal alles hier rein. Ablegen, ablegen. Das war's schon mit Essen. Mehr Dosenfleisch habe ich gar nicht. Ach, wieso mache ich mir das eigentlich immer so schwer? Mach doch einfach so. Okay.
Ah ja, einen Dosenöffner haben wir jetzt ja auch. Ich habe da noch nicht so ganz drauf mit rechte Maustaste, linke Maustaste, was ist das? Energieriegel, immer schön. Nehmen wir mal mit. Der ist leer. Leer. Durchsucht. Ah, seht ihr, hier haben wir nämlich das ganze Zeug noch reingepackt. Das, was wir jetzt noch alles wegräumen müssen. Ist aber gar nicht so schlimm. So, zack, zack. Machen wir direkt mal so. Zack, alles umlegen. Zack, alles umlegen. Alle umlegen. So, und damit ist unser Arzneischränkchen sogar fast voll, ne? So, hier haben wir Lampenöl. Wetzstein. What have we here? Ah, erforschen. Aha. Ja, wir sind zu müde zum Erforschen. Das heißt, wir gehen jetzt mal eben kurz nach oben. Ich bin so müde, ich könnte mich jetzt hier so einfach hinlegen. Da liegt nochmal Arznei. So, wir legen uns mal hin und zwar für 3 Stunden. Er ist noch nicht perfekt ausgeruht, aber hey. So, Moment. Wo können wir denn jetzt Bücher forschen? Wir haben Hunger. Da müssen wir gleich mal eine Dose aufmachen. Nützt ja alles nichts, Leute. Essen, trinken. Essen. Das schaut doch ganz gut aus. Trinken. Oh ne, den essen wir jetzt mal nicht. Wir haben aber noch weitere Bücher. Das haben wir erforscht. Das hier. Aber wir müssen ja auch ein bisschen lernen. So, ablegen. Ablegen. Die Wildnisküche ist damit abgeschlossen. Und das Jagdgewehr auch. So, wir haben auf jeden Fall genügend zu. Müssen wahrscheinlich einfach nur Batterien finden oder sowas wahrscheinlich. So, hier haben wir einen Wettstein. That'll come in handy. Was haben wir denn jetzt noch hier so im Rucksack? Deshalb würde ich gerne alles oben hinlegen. Feuerholz. Legen wir mal 13 hier unten ab. Ablegen. Legen wir mal 4 Stück ab. Und einmal ablegen alle. Und ablegen 7. Wobei, das war jetzt ziemlich doof. So, hier haben wir nämlich auch nochmal
einen Ofen. Ablegen. Ablegen. Alle ablegen. Ablegen. Jetzt habe ich keine Ahnung, wo zum Geier nochmal meine Zündhölzer und so weiter sind. Es ist manchmal nicht so ganz leicht für mich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich nehme an, ich habe das jetzt doch alles unten abgelegt. Sehr wahrscheinlich sogar. Sehr, sehr wahrscheinlich. Sag ich ja. So, und jetzt nochmal von vorne. Ablegen. Ah, ich habe auf Mitte geklickt, da. Ablegen. Aha. Ablegen. So. Ablegen, ablegen, ablegen. Ablegen. Alle. Und die Zeitung auch ablegen. Versuchen wir es halt eben jetzt gerade so ein bisschen Ordnung zu schaffen hier. Kann man das eigentlich irgendwie drehen mit dem Mausrad oder so? Nee, ne? Legen wir den da hin, ist mir auch egal. Versuch halt einfach nur ein bisschen Ordnung zu schaffen, damit wir uns auch ein bisschen hier zurechtfinden. Das ist auch Holz. Und die Streichhölzer. So. Hier haben wir noch ein Paket Zeitung. Legen wir auch mit hier hin. So. Dann habe ich jetzt für oben nur noch das Feuerzeug. Alles. Wobei ich jetzt ehrlich bin. Ach ja, da habe ich ja alles schon überall reingepackt und reingeschmissen. Ach komm. Wisst ihr was? Ich packe das jetzt hier einfach mal hin. Ablegen. Alles ablegen. So. Damit wir das natürlich auch wiederfinden, alles, werde ich das jetzt natürlich ein bisschen verteilt ablegen. So. Zack, zack.
Und diese Lupe werden wir auch noch hier los. Und die legen wir aber hier ins Regal. So. Was haben wir sonst noch so? Wir haben das Zeug hier noch. Ablegen, ablegen. Das lassen wir einfach hier so auf den Haufen liegen. Fertig. Nein, Spaß, Leute. Da legen wir mal schön irgendwie so hin, dass es uns nicht stört. So. Die Rehhaut ist auf jeden Fall schon gut getrocknet. Zack. Oh, der ist sogar schon trocken. Der noch nicht. Aber ist ja cool, dass der schon mal trocken ist. Dann können wir uns nämlich demnächst Fäustlinge machen. So, was haben wir denn noch? Den Pfeil ablegen. Nähzeug ablegen, ablegen. Wobei, nee, Moment. Das packen wir unten ins Regal. War schön hier oder so. Heißt jetzt natürlich ein bisschen langweilig, aber nichtsdestotrotz müssen wir das natürlich tun. Aber wir werden in der nächsten Folge weitermachen. Ich werde die ganze Zeit schon mal weiter ablegen und so weiter und so fort, um das schon mal zu erledigen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ansonsten bin ich erstmal raus, Leute. Euer Nexus. Ciao.